Okay, Leute, da wären wir wieder. Ich hoffe mal, es ist alles richtig eingestellt. Ja, es sollte eigentlich sein. Und ich hoffe, dass es nicht so leckt. Das könnte passieren. Aber ich versuche einfach mal das Beste jetzt draus zu machen aus der Folge. Ich bin gerade wieder vollkommen unvorbereitet rangegangen. Eigentlich wollte ich die Folge vor 2 Stunden aufnehmen. Aber dann hat sich jetzt doch anders ergeben und ich habe jetzt in der Zeit einfach gelernt. Ja, und jetzt bin ich schon wieder zu behindert im Kopf, weil ich schon wieder so verzweifelt bin beim Lernen, ey. Das ist so schlimm. Dieses eine Fach, was wir da haben, da kannst du nur verzweifeln, ey. Das ist so ein Scheiß. Diese Berechnungen da, ja, die gehen teilweise gar nicht, weil du einfach nie auf ein Ergebnis kommst, egal welche Formel du nimmst. Und ja, da kannst du ewig rumprobieren und ja, hängst ewig an einer Aufgabe fest. Und das ist so dumm einfach nur. Ich hasse das, ey. Ohne Witz. Und ich hoffe, dass ich diese Scheiße irgendwie bestehe. Ja, weil das riecht mich so auf, wenn ich hier die ganze Zeit rumsitze und nichts dazu finde, ja, welche Formel da passt und was weiß ich. Das ist einfach nur, ey, ohne Witz, ne? Da könnte ich den ganzen Tag drüber ragen, weil wir haben keine richtigen Vorgaben. Wir kriegen immer die Formeln, ja, 1000 irgendwie hingeklatscht und dann sollen wir die Aufgaben selber für uns rechnen, aber wir kriegen keine mal Vorrechnung quasi, ne, wie man das eigentlich hat im Unterricht, dass man auch an der Hochschule übrigens, dann immer von den Lehrern nochmal gezeigt kriegt, okay, so rechnet man das, zack, zack, ne, und dann setzt man das ein oder macht man das so, kriegen wir nicht teilweise, wir kriegen dann einfach bei manchen Aufgaben, müssen wir einfach alles selber uns herleiten und rechnen und da stehen vielleicht die Ergebnisse da, ja schön, aber da kann man ewig rumprobieren, ja, und dann kommst du vielleicht irgendwie aufs Ergebnis, zumindest einigermaßen, aber wenn du dann andere Zahlen einsetzt, und das für einen anderen Sachverhalt machst, dann funktioniert die Formel dann wieder nicht. Weißt du, somit ist die Lösung eigentlich sinnlos und ja, sowas hasse ich einfach nur. Warum kann man nicht einfach eine allgemeine Vorgabe kriegen, ey, für den Scheiß? Ach, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls, das ist so mein Struggle aktuell, ne? Bei einigen Aufgaben komme ich zumindest klar. Das ist schon mal ganz okay. Aber es fällt eben immer wieder auf bei den Aufgaben, dass so Teile dabei sind, wo du einfach nicht weißt, was du einsetzen musst, ja. Weil das so scheiße oder gar nicht erklärt wurde teilweise. Und ey, das ist so dumm. Man wird einem das nicht mal vorgerechnet, ey. Ja. In anderen Fächern geht's doch auch. Es ist doch nicht so schwer eigentlich. Vom Dozenten aus jetzt, weißt du? So, ey, ich verstehe es nicht. Einfach nur. So, jetzt machen wir mal hier die Bäume hin. Und dann hier auch. Ja, da haben wir noch ein paar mehr Setzlinge hier rumstehen. Und einfach mal heute ein bisschen Wald hier gerodet. Ich glaube, das war ja von Niklas Place hier gepflanzt, oder war ich das? Ich weiß gar nicht mehr. Naja, jedenfalls möchte ich heute mal wieder aufnehmen, habe ich mir gedacht, weil ich jetzt lange nicht aufgenommen habe. Und zwar seit, ich weiß gar nicht, 2 Monaten, oder? Nee, Quatsch, seit 1 Monat, genau. Ich hatte mit Rize die eine Folge aufgenommen. Oder wollte ich da nicht 2 Folgen draus machen? Ich weiß gar nicht. Vielleicht sind es auch 2 geworden, aber ich denke mal nur eine. Das war ja die 50. Und jetzt nach 1 Monat dachte ich mir, naja komm, ich habe jetzt den nächsten Monat eh wieder kaum Zeit zum Aufnehmen. Und bevor ich dann jetzt noch eine ewige Pause mache, möchte ich zumindest so das Projekt für mich am Leben halten und deswegen jetzt noch eine Folge aufnehmen, weil irgendwie gerät das Projekt sonst zu sehr in Vergessenheit, habe ich das Gefühl, ne? Und dann finde ich gar keinen Anschluss mehr. Und das ist auch nicht so geil. Deswegen dachte ich mir, okay, komm, mache ich jetzt hier mal noch was und spiele hier eine Runde. Vielleicht nehme ich demnächst auch noch eine Folge auf. Das wäre eigentlich ganz gut, damit ich zumindest, wie gesagt, nur ein bisschen was schaffe. Und einfach bevor ich dann eh wieder Pause machen muss, für längere Zeit, dass ich da dann einfach jetzt noch sagen kann, okay, ich habe noch zumindest ein paar meiner Ziele vorangebracht, ne? So zum Teil und bin dran geblieben, ne? Weil sonst habe ich später auch keine Motivation hier nochmal einzusteigen, so. Aber ich möchte eben insgesamt noch mein Zeug fertig schaffen und deswegen, ja, muss ich das eigentlich jetzt machen hier, mehr oder weniger. Und ja, ich denke mal, es ist auch die richtige Herangehensweise. So, dann tun wir mal das Seetang weg. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Wir waren hier unten fertig mit dem Kaktuszeug, ne? Ich will mir das nochmal angucken, wie da jetzt der Stand der Dinge war. Ich weiß gar nicht, ob ich nach der letzten Folge nochmal gestreamt hatte. Das kann gut sein, aber ich glaube, es war davor. Ja, doch, das war davor, genau. Da hat man nämlich das hier gebaut. Oder, ja, fertiggestellt. Oder ich weiß nicht, ob das fertig ist, Alter, ne? Hier hat ja auch noch nicht alles funktioniert irgendwie.
So, aber jetzt kommt hier Seegras hoch, ne? Das wird ja immer automatisch geerntet. Und ja, das war wieder super schlau. Ich würde sagen, ich mache mal hier so einen Block hin. Oder? Klappt die Schaltung dann noch? Ich hoffe mal. Ja, jedenfalls wird das dann hier hochgeleitet und wir müssen das ja irgendwie dann wegkriegen, ne? Das heißt, es müsste irgendwie abfließen oder so. Ich weiß auch nicht, wie das aussieht, wie man das machen kann. Das müsste ja auf einen Hopper oder so gehen, ne? Dass wir das einsammeln können. Aber ja, da habe ich jetzt noch keine Idee. Naja, ich muss das mir nochmal ausdenken, eigentlich im Stream oder so, aber ich habe jetzt auch lange nicht streamen können, weil ich wirklich jeden Sonntag jetzt irgendwas anderes zu tun hatte, ne? Ich wollte das eigentlich mal nachholen, aber nix da, kannst du vergessen, ey. Bei mir geht in letzter Zeit irgendwie gar nichts mehr. Und ich bin schon froh, wenn ich noch ein bisschen was schaffe. Ja, mal schauen, ne? Ich hoffe mal, dass das hier alles nicht so komplett verwahrlost, das Projekt und so. Und ja, ich muss nochmal hier mir so ein bisschen das angucken. Was haben wir da unten eigentlich? Ja, ich wollte, glaube ich, ja auch noch weiterbauen, ne? Also jetzt auch, demnächst. Und ja, habe ich aber gerade nicht dabei. Vielleicht kann ich mir das mal holen, das Zeug. Alter, what the fuck, als ob der da wächst. So ein Riesenbaum. Ich hole mir mal ein bisschen Glas. Natürlich jetzt im Creative, einfach damit es schneller geht. Und zwar, wo habe ich das? Hier, gell? Ja, ist gar nicht mehr viel da. Da sind nur noch Glasscheiben auch. Hatte ich nicht noch welches gebrannt? Müsste ich eigentlich, ne? Also hier. Oder nicht? Hey, das kann doch nicht sein. Aber ich hatte hier das gebrannt, ne? Damit ich das Zeug befeuern kann. Diese Teile. Also ich wollte hier diese Blöcke draus craften. Und dann wollte ich damit unten die Öfen befeuern. Weil dieses Zeug hier ganz ergiebig ist eigentlich, ne? Das kann man eigentlich gut nutzen. Ich gehe mal runter und schau mir das mal an. Also hier war das, genau. Da kann man nämlich da die Kakteen ganz gut verbrennen mit dem Kram. Ja, das müssen wir natürlich jetzt noch alles per Hand farmen, aber wenn wir da jetzt zum Beispiel die Öfen voll machen, wäre das auch kein Problem, ne? Ja. Jedenfalls diese automatische Seetangfarm, die ist ein bisschen, ja, uneffektiv noch, ne? Also ich glaube, da geht's schneller, teilweise, wenn ich hier einfach abernte und mir das hole. Ich hole mir jetzt auch mal einen Trank der Nachtsicht. Und der Trank der Unterwasseratmung. Warte mal, Nachtsicht haben wir hier. Die hat ja Street zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich nutze die jetzt einfach auch hier aus dem Creative Inventar, weil ob da jetzt eine mehr oder weniger zur Verfügung gestellt wurde, ist ja dann auch egal, letztendlich. Und ich glaube, ich habe auch schon mal welche verschwendet, immer wenn ich hier lefte und den Effekt noch habe und dann das nächste Mal joine und dann irgendwie noch AFK hier rumsteht, dann ist der ja schon sozusagen verschwendet. Und das will ich auch dann einfach nicht so beibehalten. Oder man muss es ja dann nicht so verkommen lassen, genau. Und deswegen mache ich das jetzt ein bisschen anders. Ich würde auch nochmal hier ein bisschen Sand reintun. Hier war noch Kohle, ja gut, ne? Dann können wir die auf jeden Fall. Alter, was passiert hier? Können wir die auf jeden Fall nutzen? Genau. Und hier war auch kein Glas mehr. Nee, gell? Hier waren nur um Wodka und Scotch. Ah, guck mal, die haben auch Unterwasseratem und so. Okay, ja, die kann ich mir für schlechte Zeiten aufheben, auf jeden Fall. Was wollte ich jetzt machen? Ja, eigentlich das Glas setzen, ne? Aber ich habe jetzt wieder keins. Hatte ich hier noch einen Ofen in der Nähe, wo Glas drin ist? Vielleicht hier? Nee. Oh Mann, ey. Hier hinten hatte ich doch mal einen platziert. Wisst ihr noch? Das war auch in der einen Folge, wo ich keine Zeit hatte. Die ich dann aber noch geschnitten habe, weil ich mich da so oft versprochen habe, mittendrin. Das war auch nervig. Alter, ey. Da hätte ich jetzt auch keine Zeit für. Aber in letzter Zeit war es zum Glück auch nicht nötig, weil ich jetzt wieder einen besseren Flow habe, teilweise. Ah, hier, guck mal, da ist noch Glas. Oh Mann, ey, wieso gucke ich hier wieder nicht rein? Oder als letztes? Ja, das ist doch schon wieder scheiße. Naja, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen was reißen. Aber jetzt mache ich das ganz ehrlich nicht mehr mit diesen Tränken hier. Da muss ich halt so klarkommen. Weil jetzt lohnt sich das echt nicht mehr zum Ende der Folge. Das sind halt genau diese Situationen. Und das hatten wir jetzt schon öfter. Ja, ich nutze dann einfach nächstes Mal die Tränke, ne? Oder offscreen gucke ich mal, dass ich hier noch ein bisschen spiele. Und vielleicht dann das nutzen kann, je nachdem. Ja, ist natürlich jetzt blöd. Jetzt sieht man hier nicht, was man macht. Ich glaube, hier unten drunter muss noch weg. Ne? Alter, ich sehe hier gerade echt gar nichts, ey. Das ist ja übel.
Aber Glowstone habe ich auch nicht zufällig. Nee. Oh Mann, ey. Aber ich kann vielleicht eine Fackel platzieren. Ganz kurz und dann sieht man was. Okay. Ja, okay, hier muss weg. Ne? Boah, ey, ich sehe schon wieder nichts mehr. Da denkt man mal, man kann hier abbauen, aber nee, dann sieht man es doch wieder nicht. Und das ist alles komisch. Aber ja, so viel habe ich nicht geschafft heute, ne? Ich bin vor allem im Creative rumgeflogen. Aber ja, es geht aktuell nicht anders, sorry. Ich versuche offscreen nach dieser Folge zumindest wieder was zu schaffen, ne? Damit ich dann nächste Folge hier wieder was bieten kann. Je nachdem. Aber ja, mit dem Glas durchschmelzen und so, das ist halt auch nervig. Wir brauchen da noch so viel. Also, das wird auch noch ein bisschen anstrengend. Und ja, ich würde dann einfach mal hier so ein Thumbnail machen, dann bin ich raus und sag ciao, bis zum nächsten Mal.